Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet der fatale Irrtum über das menschliche Erwachen oder auch die menschliche Bewusstwerdung. Es gibt noch immer weit verbreitet den Glauben, den Irrtum, dass dein Erwachen damit einhergeht, dass alles gut wird. Du schwebst über dem Boden, du bist nur noch glücklich, alles ordnet sich in die Erfüllung deiner Erwartungen. Dir geht es gut, du dauergrinst vom linken bis zum rechten Ohrläppchen, schwebst über dem Boden, alles ist schick. Das ist einer der fatalsten und verbreitetsten Irrtümer über das menschliche Erwachen. Was ist denn das menschliche Erwachen oder dein Erwachen, deine Bewusstwerdung? Was ist das? Alle Dinge machen Sinn, dass wir sie auf dem Fundament von Energie betrachten. Wenn es dir dauerhaft schlecht geht, leidest du Mangel an Energie, wonach du dich lebenslang sehnst, ist ein hoher energetischer Status, ob du das dein gefülltes Portemonnaie, deine knackige Gesundheit, deine erfüllten Beziehungen, gesellschaftliche Anerkennung, dein Spaß haben, deine erfüllte Berufung nennst, wonach ein Mensch sich lebenslang sehnt und was ein Mensch lebenslang haben möchte, ist ein hoher energetischer innerer Status, also sozusagen ein hoher dauerhafter Stromfluss, was ein Mensch lebenslang vermeiden möchte, nicht haben möchte, worunter ein Mensch lebenslang leidet, ist der Mangel an Energie. Und du kannst das eben auch Liebe nennen. Die höchste aller Energien ist noch immer Liebe, das ist Verbundenheit. Und die niedrigste aller Energien ist Angst, das ist Trennung. Was passiert jetzt beim menschlichen Erwachen, beziehungsweise was ist denn lebendig schlafen? Du kannst ein ganzes Leben leben, ohne jemals aufzuwachen. Ein Zitat aus dem friedvollen Krieger, dem The Peaceful Warrior von Dan Millman. Was ist denn menschlicher Schlaf? Menschlicher Schlaf definiert sich ganz simpel und einfach darin, dass du in deiner Kindheit logischerweise gelernt hast, dass dein kindliches Überleben von der Energie, der Liebe, der Fürsorge, also dem Stromfluss von außen nach innen abhängt. Dein kindliches Überleben hängt in der Natur der Sache von der Fürsorge, der Liebe, dem Dasein, der Annahme, dem Behütet und Beschützt sein durch deine Götter, deine Eltern ab. Die wenigsten von uns haben allerdings in ihrer eigenen Kindheit, und da kann man lange, können wir lange drüber diskutieren und ganze Wochen an Diskussionsforen füllen. Die wenigsten mir bekannten Menschen auf der Erde haben in ihrer Kindheit Liebe, Annahme, Verbundenheit, Energie, Stromfluss von außen nach innen erfahren, jedenfalls nicht für ihr authentisches So-Sein, wenn sie überhaupt Annahme, Schutz, Liebe, Geborgenheit und Sicherheit von außen erfahren haben, dann nur für die Erfüllung der Erwartung anderer, also für die Erfüllung von Bedingungen. Wir sind also spätestens eingeschlafen im Leben, als wir in unserer Kindheit für unser Überleben notwendig lernen mussten, die für dein Überleben notwendige Energie, die für dein Leben notwendige Liebe und Verbundenheit erfährst du nicht, wenn du so bist, wie du bist. Wenn du authentisch echt bist, deine Bedürfnisse und Gefühle, dein So-Sein, dein Ich Bin zum Ausdruck bringst. Nein, die zu deinem kindlichen Überleben notwendige Liebe erfährst du über das Erlernen von Maskenrollen, Strategien, über das Lesen der Verhaltensauffälligkeiten anderer. Du musst deinen Blick nach außen richten. Du musst dauerhaft mit deiner Aufmerksamkeit bei den anderen sein, um zu lernen, welche Verhaltensweisen, Strategien, was sie von dir haben wollen und brauchen, damit du die zum Überleben notwendige Energie aus dem Außen bekommst. Liebe, Beifall, gesellschaftliche Anerkennung
und so weiter und so weiter. Und so ist die Welt eingeschlafen in eine Ego-Welt, in der wir das Leben von außen nach innen leben. Das, was unsere Kindheit gerettet hat, nämlich das Erlernen von Rollen, Verhaltensweisen, Masken, Strategien, das Erlernen dessen, was unser kindliches Überleben gesichert hat, nämlich die Erfüllung der Erwartung anderer, das ist die schlimmste Sabotage, Zerstörung unseres erwachsenen Lebens. Also menschlicher Schlaf bedeutet, du richtest deine ganze Energie und Aufmerksamkeit noch immer nach außen und versuchst um jeden Preis irgendwie gesellschaftliche Erwartungen, die Erwartungen anderer, die Bedingungen und Auflagen, egal wie geistesgestört, die Verordnungen, Gesetze, Regularien, Restriktionen, Sanktionen anderer auch sind. Ich kann die zum Überleben notwendige Energie, die ich brauche, damit es mir halbwegs gut geht, nur von außen nach innen beziehen, muss also den Schlaf der Gesellschaft, die Erwartung der Gesellschaft, die Programmierung der Gesellschaft, die Konditionierung der Gesellschaft als wahr annehmen, ganz egal, was im Inneren dagegen rebelliert. Ich muss gesellschaftliche Programmierung, die Matrix, als wahr annehmen. Ich muss glauben, ohne zu hinterfragen, was im Außen gesagt wird, und dann lebenslang strampeln, lebenslang die Erwartungen der Programmierung, der Matrix der anderen erfüllen. Ich brauche gesellschaftliche Anerkennung, ich brauche Energie von außen, ich brauche Annahme, Respekt, Verbundenheit von außen nach innen. Das ist die Definition menschlichen Schlafes, und in diesem Schlaf wird auch in dieser Inkarnation deutlich über 2/3, eher 3/4 der Menschheit verbleiben. Was ist denn Erwachen mitten im Leben? Erwachen im Leben ist nicht, dass auf einmal, dass du abends in der alten Programmierung schlafen gehst, also in der Programmierung, hoffentlich habe ich heute die Erwartung der Gesellschaft, die Programmierung der Gesellschaft gut erfüllt und ein bisschen Beifall, Liebe, Anerkennung oder wenigstens keine Ablehnung und Sanktionierung anderer erfahren. Und jetzt gehst du schlafen und früh ist deine Quelle, am nächsten Morgen ist deine Quelle deiner für deine Energie in dir selber offen, und du bist also jetzt wach und kannst endlich die Matrix durchschauen, die Lügen der Welt durchschauen, das Ego durchschauen, das Leben verkehrt herum im Süchtigsein nach Liebe, Beifall, Anerkennung anderer, in deiner ewigen Sklaverei, in deiner Abhängigkeit vom Beifall oder zumindest der Nichtablehnung anderer erkennen. Nein, erwachen, wach werden, Achtung, bedeutet, dass du dir zuerst der Lügen der Matrix, der Unwahrheit der Geschichtsschreibung, der Unwahrheit die Geografie betreffend, der Unwahrheit Krankheiten betreffend, der Unwahrheit aller möglichen Dinge, du wirst dir zuerst, wenn du wach und bewusst wirst, des unendlichen Ausmaßes an haarsträubender Lüge der Matrix der Programmierung bewusst. Du wirst dir also zuerst bewusst darüber, dass annähernd nichts, jedenfalls deutlich über 90% dessen, was du bis heute für die Wahrheit hieltest, nachdem du brav auswendig gelernt hast, was dir andere als die Wahrheit erzählen. Erwachen bedeutet, dass dir unfassbar übel und schlecht wird. Dir wird unsagbar kotzübel, und zwar deshalb, weil dir bewusst wird, dass 90% der gesellschaftlichen Programmierung, der gesellschaftlich für wahr verkauften oder gehaltenen Wahrheiten Lüge sind. Warum wird dir jetzt so unfassbar schlecht? Weil du erkennst, dass du dein altes Leben im Erfüllen der Erwartung anderer, im Dealen, im nett sein, im Mitspielen, im Nicken, im Ja-Sagen, im Ducken, in der Herde der Mehrheit weiterlaufen, nicht mehr weiterleben kannst, aber natürlich noch nicht weißt, wie du denn nun überleben sollst. Woher sollst du denn die Energie, die du brauchst zum Leben, und das ist noch immer Liebe, woher sollst du denn jetzt die Energie, die du bisher in diesem Leben durch die Erfüllung der Erwartungen anderer, durch dein brav in der Herde der Schafe mitlaufen,
Und dem Schäfer, der übrigens in der Regel vom Schlachten der Schafe lebt. Also, du erkennst, dass du nicht mehr in der Herde weiter mitlaufen kannst, dass über 90% gesellschaftlich erlernter Wahrheiten Lüge sind und einem bestimmten Zweck dienen. Du erkennst, dass du dein altes Leben nicht mehr weiterleben kannst. Im Dealen um Energie von außen nach innen, in der Erfüllung der Erwartung anderer. Du weißt aber noch nicht, woher du denn jetzt die Energie, die dich am Leben hält, beziehen sollst. Woher sollst du die Energie, die du brauchst zum Leben, und das ist nun mal Liebe, Prana, Lebensenergie, du brauchst Geld, du brauchst soziale Kontakte, du brauchst Gesundheit, woher sollst du denn, du brauchst auch Verbundenheit mit anderen, woher sollst du diese Energie beziehen? Du wirst also wach, erkennst, die Matrix hat dich dein ganzes Leben lang belogen zu einem bestimmten Zweck, nämlich zum Zweck, deine Energie zu generieren, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, dich zu versklaven. Und du weißt nicht, nachdem du jetzt spätestens nach Corona mitbekommen hast, wie der Hase läuft und was hier so abgeht auf unserer Erde, weißt du nicht, woher du deine Energie beziehen sollst. Also bewusst werden, erwachen mitten im Leben bedeutet, dass dir unsagbar schlecht wird und deine Ängste größer werden. Es wird dunkler. Der Anfang von Erwachen ist nicht, es wird schöner. Nein, es wird dunkler. Du denkst darüber nach, deinem Leben ein Ende zu setzen. Du weißt nicht, wie du weitermachen sollst, weil deine ganzen Konzepte deines bisherigen Lebens nicht mehr funktionieren. Was am Vormittag deines Lebens funktioniert hat, funktioniert am Nachmittag deines Lebens nicht mehr. Du kannst den Nachmittag deines Lebens nicht auf dem Fundament der Wahrheiten des Vormittags deines Lebens leben. Dir ist schlecht, kotzübel und du weißt nicht, wie dein Leben weitergehen soll, weil so wie bisher kannst du nicht mehr weiterleben. Aber wie sollst du denn für dich sorgen? Du brauchst Geld, du brauchst Freunde, du hättest gerne Partnerschaft und eine Berufung, die dich erfüllt, und gesund möchtest du sein. So. Und wie funktioniert das jetzt im Erwachen oder nach dem Erwachen wieder ins Licht zu finden, wieder in neue Beziehungen, in neuen Energiefluss, in neue Fülle zu finden? Wie funktioniert das? Das funktioniert auf eine Art und Weise, die du um keinen Preis freiwillig bereit bist, A, anzunehmen und B, zu leben. Du fängst an, jeden Tag in die Höhle zu treten, vor der du dich am meisten fürchtest. Du hörst auf, dich weiter zu informieren, suchtartig über die Lügen der Welt und der Matrix. Du verbringst Zeit mit deiner Angst, deiner Wut, deiner Trauer, deinem Zorn, deinem Ich bin es nicht wert. Du wirst der Liebende, der Haltende, der sich selber Annehmende, der sich selber Raumgebende, der sich selber Beschützende. Du trittst täglich als Erwachsener in deine größten Ängste. Du verbringst Zeit mit deiner Angst. Du stellst dein Licht in deine Dunkelheit. Und zwar so lange, wie es braucht. Und nicht nach erfahrungsgemäß 31 Tagen wird sich was verändern. Nein, du liebst ohne Erwartung. Du bleibst bei dir, du wendest deinen Blick auf dich. Du beobachtest deine Sucht, mit deinem Blick wieder nach außen zu gehen und weiter Drama zu konsumieren oder auf externe Rettung, Heilung, Erlösung zu warten. Das ist ein Hinfallen und Aufstehen, ein Üben. Das ist ein Prozess und kein Ereignis. Bewusstwerdung und Erwachen ist Begegnung mit deiner eigenen Dunkelheit, deiner verdrängten Angst, deinen verdrängten Schatten, deinen verdrängten Traumata. Es wird dir kotzübel, und die Kraft und Energie für dein neues Leben, das Leben aus deiner Quelle in